Letzte Woche war wieder die Nürnberger Spielwarenmesse. Und das ist so ziemlich die geilste Messe des Jahres. Und da wurde eine neue Playmobil-Figur vorgestellt. Wer schon immer mal einen eigenen Peter Maffay in Miniaturformat haben wollte, sollte jetzt ganz genau aufpassen. Den Kultsänger gibt's jetzt nämlich als Playmobil-Figur. Oh, da hat der kleine Peter Maffay eine noch kleinere Peter Maffay-Figur gekriegt. Ich frage mich, wie klein muss sie die Playmobil-Figur sein, damit sie kleiner als Peter Maffay ist? In echt ist sie nur so. Und weil die Nürnberger Spielwarenmesse der absolute Knaller ist, habe ich mir gedacht, oh, da muss ich doch auch mal hin. Na? Meine Nilpferdfreunde und ich sagen Hallo von der weltgrößten Spielwarenmesse überhaupt aus in Nürnberg. Und heute gucke ich, ob es hier Herausforderungen oder Challenges gibt. Seid ihr dabei? Ja! Ruhe. Hier ist Nerf. Guck mal hier. Nerf. Und da hinten Transformers. Ich bin so aufgeregt. Ich gehe hier nicht raus ohne mindestens 2,5 Tonnen Spielzeug. Nur für mich. Hallo. Bumblebee. Hier, Bumblebee. Da muss ich. Oh, fuck, der hat sich vorgedrängelt. Riesenarsch. Do you mind if I join you? Cool. Boah, mit Schießen. Wie kann ich das spielen? Indem ich Ihnen das zeige. Wie geil ist das denn? Dann spielen wir jetzt gegeneinander. Wie heißen Sie? Ingo Jacobs. Das ist die süßeste Pistole, die ich jemals gesehen habe. Ist das Waffenverherrlichung, die wir hier betreiben? Nein, nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das ist ein großer Trend derzeit in den USA, kommt jetzt rüber. Warum wundert mich das nicht? Ja. Untere Reihe um die Wurst. Und auf die Plätze. Ey! Die drei will ich. Was? Ich habe gewonnen. Okay. Ingo. Geil. Also, ganz ehrlich. Ja. Das Beste, was man machen kann. Tut das weh? Nein. Und Scheiß? Geil. Also, wir verteufeln Waffen. Aber ganz ehrlich, sollten Sie ein kleines Unternehmen zu Hause haben, wo die Angestellten nicht so richtig spuren. Total, klar. Also, ich bin gegen Waffen, aber das hier, das ist großartig. Ah, oh, das ist der. Das ist der. Total geil. Den habe ich online gesehen. Und zwar, das ist Optimus Prime, wie wir ihn aus den Filmen kennen. Prime, genau. Und man kann ihn jetzt halt mit der Stimme verwandeln. Kostet momentan 1000 Euro, also 999 Euro oder Dollar. Warte mal, jetzt hatte ich gerade ein Funkloch. Genau. Was war das? Ja. 1000 Euro? Genau. Are you the guy whom I have to talk to if I want to have one for free? Yes, you are? Yes, okay. Yes. I'm your best friend from now on. Wir sind jetzt beste Freunde. Hey, Optimus Prime. Einmal ganz kurz, wer ist denn das da hinten? Oh, das müssen wir uns ja auch gleich angucken. Er macht irgendwelche komischen Geräusche. Okay. Is it annoying to have him right next to you all the time? It's okay, it's okay. Ich habe gerade gefragt, hey, ob es nervt. Er hat ja gesagt. Hey, Prime. Convert. Oh. Wie geil ist das yeah. denn? Herzlichen Dank. It was great to meet you, and we'll be back, and remember me, huh? Yes, one is for me. Yes, yes. The guy who asked for free. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Karriere. Janina, kann ich das haben? Wir kriegen es nicht? Dann nimm mein Mikrofon back. She's not buying it. Thank you very much. Awesome, toll. Ich krieg's nicht, scheiße. Geil, geil, geil. Hier, geil. Paw Patrol, Paw Patrol. Paw Patrol, Paw Patrol. Ich kann das Lied nicht weiter. Chase ist da. Chase finde ich ja eigentlich am geilsten. Also ich mag. Wuff, wuff. Euch noch einen schönen Tag, ihr zwei. Paw Patrol. Paw Patrol. Na, 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 na. Paw Patrol. Also, tut nicht weh. Empty. Schade. Hello, darkness, my old friend. We've been filming you for half an hour now. Have you really? Yeah. That's amazing. And you were just sitting here staring over okay. there. You were okay. thinking it's about your life? Or okay. I was pondering, what am I doing? Okay. What does it feel to live on a unicorn? It's the most amazing thing. You can hop on it. Very nice. Can we challenge each other? Is it sure. Who hops over there first and then each Let's of us do has it. To get... Let's do okay. It.
If I win, what do I get? You get to put it on TV. And awesome! What do you want? A new want life? Was möchtest du? Neues Leben? You don't want to have anything? No, no. Just no. For the fun of just it. Just for the fun of okay. It. Okay. Oh, he's having a good start! Oh. Ah. Thank you for letting me put you on TV. All right. Again, it's gone. It's back. Woo. One of my favorites. Woo! Round and round it goes. Hey! Ich verstehe es nicht. Es geht mir tierisch auf den Sack. Wenn ich Magie nicht verstehe, geht die mit tierisch auf den Sack. Geh da weg. Die kann echt zaubern. Geh weg von der. Geh da weg. Geh weg, solange du noch kannst, mein Gott. Wir machen Wettkampf. Ich habe wieder ein Wettkampfspiel. Wir stapeln hoch. Wer zuerst runterfällt, hat verloren. Wie steckst du hier drauf? Ohne Assistent geht das doch gar nicht. Ach, leck mich am Arsch. Okay, warte. Okay, also ein Stapelstein, würde ich sagen. Schwierigkeit. Grad. Pipifax, wie wir gerne sagen, auf der Spielwarenmesse für Kinder. Oh, scheiße. Wir hätten gestern nicht an die Hotelbar ganz easy. Ganz ehrlich, also ich sehe mich hier sieben Steine stapeln und immer noch draufstehen. Ja, ja. Weil irgendwann kommt mir meine Körpergröße nämlich zum Vorteil. Los, komm, noch ein Stein. Hast du mit Hilfe gemacht? Da ist wohl jemand umgefallen. No, zähl nicht. Ich stand die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit gestanden. Ich schwitze übrigens jetzt schon. Ja, ich auch. Oh. Entschuldigung. Ist alles in Ordnung, glaube ich. Ist ja unwahrscheinlich. Es ist gut, dass ich auch sage, ist alles in Ordnung, ne, weil du dir wehgetan hast. Warte, noch nicht weggehen. Scheiße, ich bin sofort bei dir. Ich bin sofort bei dir. Ich bin sofort bei dir. Es ist ein geiles Spiel. Ich habe den Orthopäden hier an auf der Messe. Ich müsste, glaube ich, noch mal mit meinem Hüftschaden mich einrenken lassen. Ist gar keine Handpuppe. Ich habe die ganze Zeit versucht, meine Hand da reinzustecken. Geht's dir gut? Ich bin ja der Sascha Grammel von ProSieben. Ja, hier geht es. Ja, gut. Gut, dann bleib du mal hier. So, you want to challenge me? Or? Of course. Okay. So, each of us gets three axes. Who gets more points wins. If I win, what do I get? I'll give you the axe. Awesome. And if you win, we shake hands. That's fair. That's fair. Im Zweifelsfall kriege ich die Axt. Okay, dang it. Ist der Trick hier? Gibt es einen Trick? Luck. Ja. Luck. It's all luck. Okay. Okay, now it's your try. Right. Your turn. Okay, too much force. Oh, sideways. Ich habe leider nicht gewonnen. We can have a participation award. Thank you. Das war mein Tag auf der größten Spielwarenmesse der Welt in Nürnberg. Was nehme ich mit? Jede Menge Spielzeug und die Gewissheit, ey, die meisten Challenges habe ja wohl ich gewonnen. Und damit zurück ins Studio. Ich gehe jetzt noch eine Runde spielen. Ein super Tag und Wolfgang. Ich hatte Wolfgang versprochen, ich komme nicht mit leeren Händen zurück. Ich habe euch allen was mitgebracht. Und zwar für die besten Musiker der Welt habe ich neue Instrumente mitgebracht. Ja? So. Und hier nehmt ihr euch jetzt alle mal was raus. Hier nehmt ihr euch alle was raus. Und dann zeigt ihr mal, was ihr so richtig drauf habt. Und dann spielt ihr nämlich mit den Instrumenten. Dann macht ihr mal richtig Musik jetzt hier. Richtig gute Musik vor allem. Wir brauchen auch noch, habt ihr Mikrofone? Wir brauchen noch Mikrofone. Habt ihr auch? Sehr gut. Ja, jeder nur ein Instrument. Jeder nur ein Instrument. Oh, Wolfgang, hast du dir was mit Tasten geholt? Hat er sich was mit Tasten geholt, der kleine Wolfgang? Ne? Hast du, nee, wie geil. Ja, ne? Kannst du das? Ja, ich meine, das andere kannst du ja auch nicht, insofern, ja. Nein, das kann der Thorsten. So, ich halte für dich, Mikro, weil du brauchst ja alle Hände. Und ja, ihr dürft noch. Seid ihr soweit? Alle angeschlossen? Alle parat? Was spielen wir? Ja, ich sag mal so, wir sehen uns gleich wieder und ihr rockt jetzt richtig schön in die Werbung. Bleiben Sie dran, denn wir brechen gleich alle Tabus, die schlimmsten Entgleisungen, die Sie sich im deutschen Fernsehen vorstellen können. Mir ist jetzt schon schlecht. Ich kann schon. Und los!